Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man nur das Geld auch tatsächlich ausgibt, das man hat. Wir wissen leider, dass es keine Selbstverständlichkeit war, dass es im internationalen Vergleich immer noch keine Selbstverständlichkeit ist und dass es erst im Jahr 2014 gelungen ist, zu ausgeglichenen Haushalten zurückzukehren. Der letzte ausgeglichene Haushalt davor war im Jahr 1969 noch unter dem Finanzminister Franz Josef Strauß. Und jetzt können wir darüber diskutieren, an wem es jetzt am meisten liegt und wem es zu verdanken ist, dass es gelungen ist und seitdem immer wieder gelingt. Ich möchte aber nur mit Blick auf die heutige Debatte eines einfach noch mal festhalten. Es war der Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble, mit dem wir von roten Zahlen zur schwarzen Null gekommen sind. Und dafür möchte ich Ihnen, Herr Dr. Schäuble, auch heute ein ganz herzliches Dankeschön dieses Hauses aussprechen.